schönes Reihenhaus mit Gartenbereich und Garage. Ordentliche Holztreppe mit Kellergroßen und Gästeraum. Wir fangen ja erstmal an im großen Zimmer zum Garten, großes Wohnzimmer zum Gartenbereich. Sonne hier nachmittags. Schönes großes Wohnzimmer. Wohnzimmer zum Garten, nachmittags die Sonne. Wir sind heute ein bisschen spät hier, weil Termine sind erst abends. Jetzt gehen wir hier zum Gartenbereich. Gartenbereich mit Stein ausgelegt. Schönes Reihenhaus. Super. Gehen wir zurück wieder ins Wohnbereich. Ziemlich windig heute. Zurück zum Dielenbereich und Treppenhausbereich. Garderobe und Eingangsbereich. Gäste-WC.
mit großen Fenstern. Und jetzt zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Da haben wir hier links die Wohnküche. Ostseitig, also frühstücken mit der Sonne morgens. Fensterseitig. Dann geht es zurück gleich zum Dielen- und Garderobenbereich. Jetzt, wie gesagt, machen wir den Bereich EGA-Erdgeschoss und Gästebereich und Kellerbereich sowie Hauswirtschaftsraum. Partykeller. Treppenhausbereich. Gästezimmer, Gästebereich. Kann man sich richtig schön machen. Sind gut und gerne 20 Quadratmeter. Oder Fitnessraum. Da liegt schon rechts das Laminat vorbereitet. Geht zurück zum Treppenhausbereich. Dann haben wir hier den Hauswirtschaftsraum, Elektrozufuhr, Waschmaschinenanschluss, alles hier, Gasanschluss, Wasseranzufuhr.
Treppenhausbereich im Untergeschoss. Jetzt wieder nach oben, ins Erdgeschossbereich. Da beenden wir die Führung vom Erdgeschoss und Kellergeschoss im großen Wohnbereich. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Freue mich, Dankeschön, tschüss.